So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Demon's Souls. Manche von euch werden sich jetzt wundern, hey, er hat mehr Seelen. Wie hat er dies gemacht? Ja, ich habe kurz während mein Video, also das vorherige Video gespeichert hat und gerendert hat, habe ich kurz ein paar Sachen bei Thomas abgelegt, darunter das Richterschild und den Streitkolben, die Scherben, die ich aufgenommen habe, etwas Gras und so weiter. Und habe ein paar Seelen verbraucht, die ich gefunden habe in der letzten Welt. Werde jetzt kurz ein Level aufsteigen und werde mich dann in Richtung Steinfangmine aufmachen. Und der Grund, warum ich das jetzt in in Vitalität gesteckt habe, ist nicht, dass ich mehr TP brauche, sondern dass meine Gegenstandslast erhöht wird, wenn auch nur um 2 Punkte. Aber in in der Welt, wo wir jetzt hingehen, also in den Teil der Welt, wo wir jetzt gehen, in den Steinfang-Katakomben, wird es einige Sachen geben, die ich da brauchen werde. So, dann belebe ich mich jetzt wieder. So. Gut. Nun geht es weiter zur... Unter der Schmelze verläuft eine riesige Katakombenstadt. Man munkelt, dass in ihren tiefsten Winkeln die Gruft eines Drachens verborgen ist. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Wenn dem so ist, dann tut es mir leid. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg in die Tiefen der Mine. So. Alles klar. Kristallechse. Nein! Ach, Leute. Ihr habt mich um meine Kristallechse gebracht. Nehme ich persönlich. Und so. Wie, du lebst noch? Nein. Naja, wie dem auch sei. Die Ex ist mir durch den Lappen gegangen. Da hinten sind noch mehr Kollegen, die man töten kann. Ich glaube, hier ist noch einer dabei, der noch einen Sack hat. Juch. Ihr schlagt mir dann doch etwas zu hart zu. Das ist noch so ein Grund, warum ich die Crisp Blade ausgerüstet habe. Weil ich dann diesen etwas erhöhten Schaden mache. So. Im Großen und Ganzen, wenn wir direkt zum Boss wollten, könnten wir hier runterspringen. Dort werden wir dann auch Skirver finden. Aber Skirver interessiert mich nicht groß. Ich
Also man kann durch seine Questline einen bestimmten Stein erhalten, den ich aber nicht unbedingt brauche. Da ich ja nicht für. Also ich habe nicht vor, Richtung Platinum zu gehen. Und deswegen interessiert mich der Stein nicht und deswegen. Ah, der fette Minister. Stimmt, der ist hier oben, ich hab gedacht. Oh je. Ich habe das Spiel zu lange nicht mehr gespielt. Ich könnte dich jetzt einfach ausbluten lassen, da habe ich aber keine Lust drauf. Her mit deinem Gras. Und weiter geht's. So. Wenn wir jetzt hier weiterlaufen, können wir uns hier erstmal durchrollen. Hinter irgendeinem von den Teilen findet sich ein Gegner. Ich glaube hinter dem hier. Ja, da ist er auch schon. Ein etwas stärkerer Gegner. Genau. Und dann kommen wir jetzt hier raus. So. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was das da ist, das werden wir gleich kennenlernen. Echse. Nein, nein. Die sind so magieresistent, das ist schlimm. Dankeschön. So. Wir müssten jetzt gleich hier eigentlich süße kleine neue Monster treffen. Genau. Und die Freunde hier sind sehr resistent gegenüber Magie. Sehr anfällig gegenüber Magie, Entschuldigung. Und vor allem vorne am Kopf, wenn der Teil offen ist, und man da direkt drauf schießt, sei es mit Magie, sei es mit Bogen, sei es mit sonst was, macht man, glaube, 10 mal so viel Schaden wie normal. Irgendwas in dem Bereich. Schon ziemlich viel. Vorsicht vor dem Fall. Ja, es kann gut sein, dass hier ab und zu mal Nachrichten stehen, die sagen, ja, da kannst du runterspringen und dann landest du da irgendwo und dann, ja, stirbst du halt. Hier kann man jetzt aber runterspringen. Da erhalten wir dann ein, zwei Gegenstände und dann würden wir da rauskommen, wo wir langgekommen wären, wenn wir den Aufzug vorne genommen hätten. Und da ich diese Items hier möchte. Ab. So, ich brauche die Lotus ja jetzt erstmal nicht mehr. Sichel, Halbmond, zunehmend, Vollmond und kann nicht schaden. Und hier sind dann, ich glaube, das hier ist eine Waffe. Oder kommt die erst eins weiter unten? Ich glaube, die kommt erst weiter unten. Yep, das ist die Waffe. So. Nein! Mist. Gut, nicht so schlimm. So. Die kleinen Scheißer sind relativ resistent gegenüber allem eigentlich. Magie. Damit kann man sie relativ schnell platt machen. Nur die Großen da vorne sind diejenigen, die richtig Probleme bereiten können. Patches. You're not mad like the rest, are you? Well, what jolly traveling companions are we? Pleased to meet you. Call me Patches. Oh. See that treasure over there? Go on and take it. My gift to you, just to show that we're friends. Phew! I'm glad to meet you. These soul-starved imbeciles will drive you mad. Ja.
und du bist eine verlogene Drecksau. Wie wir vorher schon von Bleach in der letzten Folge gehört haben, ist Patches ein ziemliches Arschloch. Anders kann man das gerade nicht sagen. Ja, im Großen und Ganzen, wenn wir da jetzt rüberlaufen, da hinten befindet sich nur ein Knüppel, also eine Waffe. Wenn wir da jetzt rübergehen, dann springt das Viech runter, dann müssen wir es töten und das Viech hat halt, ja, das macht was ganz Besonderes, wenn es stirbt. Das zeige ich euch jetzt gleich. Was sagt die Nachricht hier? Vorsicht vor dem Gegner, ja. Aber ich muss sagen, ich finde es richtig cool, dass die Patches genauso eingefügt haben, wie er eigentlich hier ist. In Dark Souls. In Dark Souls trägt er das Eagle Shield. Und auch den Winged Spear. Aber ich muss sagen, finde ich richtig cool, dass sie den wirklich so übernommen haben. So, hier ist ein Item. Schornsteinscherbe. So. Schornsteinscherben. Im Großen und Ganzen kann ich jetzt hier auf das Viech einschlagen, das macht nichts. Magie. Nee. Ja, das dauert halt jetzt kurz, weil die Viecher sind wirklich sehr stark. Beziehungsweise, die haben extrem viel HP. Und jetzt möchtest du abhauen. So. Weil wenn du die Viecher tötest, explodieren diese. So, und dir geschieht's recht, dass du mitgenommen wurdest. How did you do that? Dir geschieht's recht, dass du von der Explosion mitgenommen wurdest. Jetzt kann ich hier reingehen, mir die Keule schnappen. Und hier ohne Probleme wieder raus. You. Er ist jetzt einfach davon fasziniert. Ihr sollt recht sein. Und ja, die können Drachensteinscherben fallen lassen. Und die brauchen wir, um... Nein! Mist. Ach gut, da komme ich wieder hoch. Und die brauchen wir eigentlich wirklich nur, um Drachenwaffen herzustellen, beziehungsweise um Feuerwaffen herzustellen. Da ist eine Kristall... Heldenseele. Wenn ich jetzt da runterspringe, dann müsste da drüben der Merchant sein. Und ich will die Echse da. Und hier müssten jetzt auch gleich noch ein paar Gegner kommen. So. Ach was! Okay, das ist... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, was das da drüben gerade war, ist ein Beschwörungszeichen für einen, der mir beim Boss hier helfen würde. So. Der muss aber in einer bestimmten Reichweite von meinem Seelenlevel sein. Ich weiß nicht genau, wie das bei Demon's Souls läuft. Ich glaube, so an die 10 Level plus minus von mir. Und eventuell 10% dann davon noch. Ich bin mir nicht sicher. Also so läuft es zumindest in Dark Souls. Ja, und die können hier halt auch noch fliegen, ne? Die sind aber nicht so wichtig. Wie gesagt, die Drachensteinscherben, die sind ziemlich... Gut, das habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Dass ich jemanden habe, den ich rufen kann. Was im Großen und Ganzen so viel heißt wie, wenn ich einen rufen kann, dann kann ich hier auch invaded werden. Das heißt, es kann jemand in meine Welt kommen und mich töten. Remember me. I've got plenty of wares. So bring me plenty of souls. Ja, ja, das heißt, jemand kann einfach so in meine Welt eindringen und mich töten.
Und ja, das kann sehr bösartig enden. Have you heard? Deep below this mine, there's a dragon shrine filled with dragon bones. Well, according to little Skirver anyway, I'm not about to go and find out. Those bedbugs scare the living daylights out of me. Come. Ich möchte erstmal hier das Drecksviech platt machen. Stirb. Stirb. So. Auf Wiedersehen. So, jetzt kann ich in Ruhe mal mit ihm reden. Have you heard about that sparkling lizard? He's not easy to catch. But he's got some fine stones. And I know where his nest is. Oh, I'm sorry. I can't give it away. Das ist relativ egal, weil ich auch weiß, wo sein Nest ist. Tja. Und er verkauft jetzt halt hier mehr als vorher. Große Hartsteinscherben, Rennsteinscherben und so weiter. Im Großen und Ganzen normale Verbesserungssteine. Rennstein brauchen wir, um Qualitätswaffen herzustellen. Qualitätswaffen sind im Großen und Ganzen, die haben das gleiche Scaling auf Stärke und auf Beweglichkeit. Und die Drachensteinscherben, wie gesagt, sind zum Feuerwaffen herstellen. Spitzhacke. Ja. Also wirklich, irgendwas von dir brauche ich nicht, Freund. Auch keine Sorge, wenn ich was brauche, komme ich. Vorsicht vor der Feindeshorde weiter vorne, ey. Guter Tipp, guter Tipp. So. Wie ist meine Gegenstandsliste? Noch geht's. Ruf das wieder an. Was ich jetzt als erstes mal mache, ich sammle hier noch ein bisschen Zeug ein, dann gehe ich wieder zurück in den Nexus, um das Zeug abzulegen, und danach werde ich wahrscheinlich Richtung, also wieder hierher kommen und Richtung Boss gehen. Ja, nein. War gerade außerhalb der Reichweite gewesen. Ja, die Viecher können gemein sein. Nein, Drachensteuern. Egal. Ich hole mir hier jetzt mal einen Drachenstein. So. So, weiter geht's. Da drüben ist noch was. So. Hier fehlen mal Augenstein. Nope. Nun ja. Gut, dann werde ich das. Mal gucken, vielleicht finde ich später noch eins, wenn ich wieder herkomme. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe auch nicht großartig vor, das hier viel weiter zu looten. Einfach weil ich mich in dem Gebiet nicht gut auskenne. Und ich weiß, dass das unten im Tunnelbereich extrem riesig ist. Aber ich kenne mich da halt, wie gesagt, nicht aus. Ich glaube, ich komme hier sogar schon ins Tunnelgebiet. Jupp, ich laufe gerade voll in die Tunnel rein. Jupp, aber volle Möhre. Jupp, hier kann man schön in den Tod fallen. Hier muss ich jetzt...
So. Ach, okay, ich bin von der falschen Seite reingekommen, fällt mir gerade auf. Ja, also wie gesagt, ich kenne mich ein bisschen aus, aber halt nicht gut. Und ja. Müsste ich. Crystal Lizard! Hier möchte ich jetzt unbedingt nicht weiter reinlaufen. Aber dich will ich noch töten. Weil da vorne kommen zwei große, böse Phantome auf mich zu. Anfällig gegenüber Magie sind sie, aber zum Glück. Ja. Ich glaube, damit bin ich besser bedient. So. Da sind zwei schwarze Phantome down. Und hier kommen wir jetzt im Großen und Ganzen in das Nest der Echsen. Da möchte ich aber noch nicht rein. Aus dem einfachen Grund. Da sind relativ viele Echsen drin. Und ich möchte mir erst den Feuersturm holen, dass ich so viele wie möglich davon platt machen kann. Ja. Dann probiere ich jetzt nochmal. Also wenn ich jetzt wieder oben bin, hole ich mir jetzt die Waffe. Das müsste die Großaxt sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann laufe ich da noch ein Stück weiter runter. Und hoffe. Ich glaube, dann müsste ich sogar fast schon zum Boss kommen. Und vielleicht sind dann da schon. Oder vielleicht sind dann da nachher noch Beschwörungszeichen. Weil beim Boss gibt's auch. Zwei Waffen, die man auch noch mitnehmen kann. Und ich möchte nicht unbedingt den Ring dafür anziehen. Großaxt. Das ist jetzt das Brecherteil hier. Ich muss aber sagen, ich finde es cool gemacht in oder viel besser gemacht in Demon's Souls als in Dark Souls. In Dark Souls, wenn du nicht genug Stärke hast, um eine Waffe zu führen, dann. Ach, das sind die von vorher, okay. Wenn du. Dann hat das eine Sonderanimation, wo du halt Probleme hast, die Waffe zu schwingen. Relativ niedrig an, ey. Gerade auf. Und da kann man sich das halt nicht richtig angucken, was ich ein bisschen schade finde. Und in Demon's Souls kannst du die Waffe halt noch ganz normal benutzen, ohne irgendwelche Sonderanimationen. Aber du machst halt keinen Schaden damit. Oder so gut wie keinen Schaden. So. Müsste ich. Fema-Augenstein finden? Ne, Drachensteinscheibe. Kann ich mich da runterfallen? Theoretisch schon, den Sturz überlebe ich noch nicht. Da muss ich hin. Komm ich da hin? Da komm. Achso, ja klar, ich bin ja hier oben. Da muss ich, glaube ich, noch weiter runter. Ja, noch weiter runter. Da ist der Weg. Und da will ich lang. So, da vorne ist unser Freund, bei dem wir unser Zeug kaufen können.